Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17. Ich bin schon mal wieder zum Hof gefahren und befülle den hier nochmal ein bisschen. Also mit unserem kläglichen Rest Dünger. Dann haben wir alles weg hier. Ich denke auch, dass das reichen sollte. Wenn nicht, dann nicht. Aber das werden wir dann jetzt feststellen. Würde ich mal so sagen. Toll! Das lief ja schon mal gut. Wieso macht er denn daneben? Meine Güte. Was hier schon wieder los ist. So, noch ein bisschen. Jo. Das war ja was. Man muss also richtig darüber. So, und dann. So, der ist schon mal leer. So, den stellen wir auch mal eben wieder weg hier. Wait. Ruhe. Ein schöner kleiner Krämer. Ein Kramer. Kramer, Kramer. Wieso heißt der Kramer? Weil die früher mal rumgekramt haben. Dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, einmal aus da. So. Nein, ich springe hier nicht runter. So, einmal hier lang. Wow. So. Zwei Wiesen haben wir noch und dann sind wir fertig. So. Dann fahren wir zum nächsten Feld, würde ich schon sagen. So. Alles läuft noch, super. Okay. So, wir fangen hier hinten an. Uiuiuiui, was das hier so hügelig ist. Nein, ist ja in Ordnung. Was wollte ich ja? So, hier hinten haben wir das Feldeinfahrt. Das Feldeinfahrt. Die Feldeinfahrt. Oh, die Bremsen sind aber nicht mehr so hier so schön, wie sie sein sollten. Aber naja. Okay, wir fangen mal hier an. So. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt hundertprozentig so wird. Ja, gedüngt, aber dass hier zumindest noch mal was raufkommt. So. In der letzten Folge hatte ich ja gefragt, was man noch so machen kann. Darauf kann ich noch nicht eingehen, weil ich nehme immer ein paar Folgen auf. 2 bis 3. Heute werden es wahrscheinlich nur 2. Aber immer so ein paar nehme ich auf. Von daher. Ne? So. Ich hoffe mal, dass das alles soweit klappt mit unserem ersten. Mit unser erstes Jahr. Dass die Früchte so sind, wie sie sein sollen. Dass sie alle reif werden. Einmal rum hier. Okay. Oh. So weit rüber, bitte. Danke. Wir haben 24 Meter. Vielleicht können wir da auch noch gleich mal nachgucken. Von den Standard-Dingersteuern, was die so viele Breite haben. Bei 24, wie gesagt, finde ich ein bisschen viel. 12 finde ich ein bisschen wenig. Das ist zwar die Hälfte, aber ein bisschen wenig. Aber irgendwie finde ich aber auch 24 Meter ein bisschen viel. Aber naja. Oh, müssen wir sowieso weiter hier rüber.
Okay. Einmal hier so mitten durch. So. Fahre mal hier lang. Ja, einmal mitten durch. Einmal durch die Mitte. Also einmal mitten durch. Obwohl. Ich weiß nicht, ob wir den leer kriegen hier. Wir haben jetzt gleich nur noch da drüben das Feld. Oder die Wiese, eher gesagt. Oh, hier müssen wir noch. Einmal rum hier. Einmal so. Wollen wir noch was? Hier vorne muss eigentlich noch was sein. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ist auch schwer zu sehen hier eigentlich. So, wir gucken mal. Oh. Wir hätten das ja eigentlich auch auf Dünger lassen können. Ja, irgendwie macht er das nicht so richtig, aber naja, ist ja auch egal. Oh, das sieht aber schon mal nicht schlecht aus. So, die 91 müssen wir noch. Und dann haben wir eigentlich auch soweit alles gedüngt. Okay. Dann fahren wir mal zur anderen Wiese. Zur anderen Wiesenwelt. Jo. Irgendwie drückt ein wenig. Wie auch immer. Manchmal kann ich den voll lange aufhaben, manchmal dann drückt das voll schnell. Ich habe einen merkwürdigen Kopf. So, dann fahren wir jetzt mal hier einmal drumherum. Oh. Da ist unsere Wettervorhersage. Wie man sehen kann. Da oben. Da. Nein, ich muss sie andersrum zeigen. Nein, ich muss sie so zeigen. So. Oh. Und nach vorne gucken. Dieses Feld hier würde ich ganz gerne haben. Wie auch immer. Aber welches Feld weiß ich sowieso noch nicht. Als nächstes, weil ein bisschen brauchen wir noch. Würde ich sagen, über kurz oder lang reichen unsere Felder nicht mehr. Obwohl ich zwei Felder dazu gekauft habe. Die kleinen Felder, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Sind die eigentlich ein bisschen klein. Also erst recht dieses hier vorne, wo wir Kartoffeln drauf gepflanzt haben und das andere da hinten. Ja, da hinten an das eine Feld. Das finde ich ein bisschen wenig. Also ein bisschen klein. Nicht wenig, sondern klein. Ich weiß auch noch nicht, was ich da drauf ansehe. Und das andere, halt da hinten, das finde ich irgendwie so ein bisschen, ja, das liegt so am Hang, das ist halt ein bisschen doof, finde ich. Aber naja, wir müssen halt damit leben, ne? Weil das kleine Feld weiß ich noch nicht. Mal gucken, was wir da so rauskriegen an Kartoffeln. Vielleicht sehen wir da fürs nächste Jahr nochmal Rüben an, für die Schweinchen. Dass die vielleicht ab und zu nochmal ein paar Rüben dazu kriegen können. Oh, ich habe irgendwie, bin ich jetzt irgendwie komisch gefahren. Naja. Kriegen wir wohl alles hin. Wieso ich jetzt früher abgebogen bin, keine Ahnung. Oh, wir sind leer. Oh nein. Ja, hier vorne haben wir auf jeden Fall ja noch was, oder? Ja. Okay.
So, eigentlich wollte ich mir noch einen kleinen Trigger besorgen. Diesen IHC 844, glaube ich, war das. Als, ja, für die Schweine auch, dass wir da schon mal einen Frontlader haben und so. Der soll dann da bleiben. Natürlich wird er auch was anderes noch genutzt und so. Eigentlich sollte der auch Dünger streuen, aber ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Müssen wir mal gucken. So. Wir stellen den mal hier rein. Weil das passt. 10 Minuten haben wir erst. Okay. So, wir nehmen uns mal einen Anhänger. Das hat auch einen Grund, wieso. Right. Oh. Muss mal gucken. Alles angekuppelt? Ja, sieht gut aus. Okay. Was haben wir denn hier? Wir müssten. Wo haben wir das denn jetzt? Blub, 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 blub. Machen wir mal an. Kapazität ändern. Mit Y. Ach, hier ist noch Saatgut drinne. Okay. Ich weiß zwar nicht, wieso da noch Saatgut ist, aber naja. Weil ich das irgendwie nicht leer gekriegt habe. Naja, dann machen wir das doch mal eben leer hier. Und so. Und. Hier abladen. Achso. Okay. Sollen wir das durch den Grundschieber laden? Naja, egal. Kapazität wollte ich ändern mit Y. Nein, das ist zu hoch. Das ist so, das ist so. Wir lassen das mal so mal eben. Weil wir holen nämlich noch was ab. Das machen wir mal eben schnell aus. Dann gucken wir mal eben. Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Okay, da hat was gerumpelt. Das sind wahrscheinlich unsere Tonnen gewesen, die wir noch nicht reingeholt haben. Mülltonnen, ja. So. Machen wir es mal eben schnell zum Händler. Sollen wir auf jeden Fall schaffen. Uäh. Ich habe nämlich noch was, ja, für euch. Ich weiß nicht, für die Konsolenspieler ist das bestimmt was Neues. Da schauen wir noch. Für die anderen vielleicht nicht, die sich halt damit ein bisschen beschäftigen. So. Dum, 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 dum. Einmal zum Händler bitte. Diese Senke hier ist ganz schön steil. Also, die hat es in sich. Ist gar nicht mal so schön, was die da verursacht. So leer geht ihr noch, aber ich finde, die ist ein bisschen extrem steil. Hier haben sie die eine Rampe da kleiner gemacht. Also flacher gemacht. Weil die eine Senke, wo du mit große oder ne, mit volle Anhänger lang fährst, ja, da kriegst du dann erstmal hoch. Jo, nur das mal eben so zur ja, Information. Ein schöner Wald, zwar nicht ganz so dicht, aber naja,
hauptsächlich, wir haben Wall, ne? So. Dann sind wir gleich beim Händler wieder. Bei dem Händler, bei den Händler. Oh, sie verschreiben. Passt alles, alles, kein Ding hier. Kriegen alles hin. Mal hoch hier. Und links frei, rechts frei. Und dann einmal hier rum und darum. Und so. So, dann stellen wir uns hier mal eben an der Seite hin. Und dann bestellen wir das mal eben. Dann können wir das gleich bestimmt aus dem Lager holen. So, aus. Wieso? Ja, das ist mein Stick, der hakt dann auch manchmal und dann dreht sich alles so ein bisschen mit. BSM Shop. Guten Tag. Oh, mein Magen knurrt. Ist ja auch immer. Hä? Hallo? Naja, dann machen wir das halt anders. Rum. So rum. Jo, wo haben wir denn das? Ist das hier unter Paletten? Ja. Das hier ist für ein Siliwagen. Nehmt so zur Information. Hier haben wir Mischration Q. Das sind 250 Liter. Ja, toll. Für unsere Kühe reicht das auf jeden Fall nicht. Schweinefutter haben wir hier. Falls man nicht so viel braucht. Ich weiß zwar nicht wofür, aber naja. Ein bisschen Saatgut. Und Kunstdünger. Wir brauchen jetzt Kunstdünger. Da sind 250 drin. Eigentlich bräuchten wir nur einen. Aber ich besuche mal 8. Besuche ich 8? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs. Sind zwar bestimmt teurer, als wenn man jetzt so ein Big Pack holt. Aber naja. Ist ja egal. Würde ich sagen. So. Muss wieder warm werden, so ein bisschen. So, jetzt. So, probieren wir mal was aus. Dann schauen wir hier so rum. So, kommen wir mal raus. Dü. Oh, 25 Kilo. Okay, hier ist einer. Machen wir das so. Eigentlich müssen wir den. Ach, wir können ihn auch so festmachen. Okay. So, eins. Hallo? Mein Junge hier. Mein Jüngchen. Hallo. Also diese Funktion müssen sie hoffentlich bei dem anderen LS besser machen. So, Sack für Sack. So macht das Sinn. Immer eine Portion. Weiß ich nicht. Oh, toll. Hey, der steht ja gut da. Guten Tag. Okay, wie macht er den eigentlich fest hier? Mach uns nur mal. Kann ich jetzt noch die Kapazität ändern? Nein, okay.
Was ist, wenn ich jetzt fahre? Bleiben die drauf liegen oder nicht? Okay, wir müssen uns auf jeden Fall festbinden. Okay, warte mal. Wir machen nochmal anders hier. Weil so ist das ein bisschen doof, würde ich sagen. Wait. Wait. Hallo, ich will den hier abmachen. So. Bow. Eigentlich macht man das nicht im echten Leben, ne? Zuerst entladen. Ich hab den entladen, du. Hä? Wieso sind denn da. Wir haben jetzt Unmass an Dünger. Wieso auch immer. Naja. Okay, schmeißen wir das einfach da mal so rauf. Wir haben ja schon wieder 21 Minuten. Okay, schmeiß das einfach mal rauf. Ja, wegen hier formschlüssig und so. Hallo? Hat doch gar nichts gemacht hier. Oh. Dann machen wir das mal fester und fertig. Ich wollte schon sagen, ich da wieder daneben gemacht. Daneben gemacht. Hehe, sich das anhört. So. Oh. So. Vielleicht ein bisschen alles einseitig, aber naja. Ups. Nein, nicht runterfallen. Soll ja ein bisschen. Ja. So. Machen wir das so. Oh! Bisschen schwungvoll hier. Das. Oh, was ist denn los hier? So. 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 Dann. Wupp, einmal alles. Toll. Festmachen. So, und damit fahren wir, oder fahre ich nach Hause. Dann befülle ich das. Den Düngerstreuer nochmal. Aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal Feierabend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.